Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier von mir auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir natürlich, da ich ja irgendwie wieder auf dem Channel ein neues Video für euch mache, mache ich hier natürlich ein sowas wie Full Day of Eating oder auch eben halt ein, ja, ein Tag lang, was ich so alles esse, wie immer. Ja, und ich zeige es euch jetzt, was ich mir jetzt zum Essen gemacht habe. Ich habe mir jetzt hier wieder so zwei Reiswaffeln gemacht mit Erdnussmus und mit etwas Schokostreuseln zum Vorfrühstück. Da ich ja noch etwas Zeit habe, bevor ich ja zur Arbeit gehe, dachte ich mir, esse ich natürlich ja wie immer jetzt auch das. Und ja, was Süßes zum Frühstück kann ja nicht schaden. Und das ist so irgendwie ganz lecker ja auch zum Essen. Also werde ich mir das jetzt noch schmecken lassen. Und es ist so 7:15. So, und jetzt noch, bevor ich ja bald zur Arbeit gehe, habe ich ja auch wieder ein bisschen Lust wieder auf was Süßes. Und zwar esse ich jetzt noch den Rest der Katjes, die Gummibärchen, die sauren. Ihr kennt die ja schon von mir. Es ist gerade 7:21 Uhr. So, bei der Arbeit gibt es jetzt auch wieder was Kleines zum Essen. Zum Frühstücken. Ich habe hier jetzt wieder meine Dorsta mit Leitkäse und sowas wie eine Art Rohschinken wieder. Und hier mein Kaffee, denn davor hatte ich ja keins und ich trinke es lieber erst in der Arbeit. Ja, das wird dann jetzt gefrühstückt um 10 nach 10. So, jetzt in der Mittagspause, jetzt bekomme ich ja auch jetzt wieder ein bisschen Hunger, habe ich hier jetzt ein Joghurt von Skier. Also in Himbeer-Cranberry. Und ich esse jetzt noch die andere Hälfte eben jetzt noch auf, weil gestern habe ich ja die andere Hälfte gegessen. Esse ich jetzt den Rest jetzt noch davon. Und es ist kurz nach 13 Uhr. Und jetzt in Folge, also nach dem Joghurt, gibt es jetzt den Baked Cookie in der Sorte Salted Caramel. Der schmeckt auch echt gut. Also kann ich auch nur empfehlen, also in der veganen Variante Baked Cookie Salted Caramel, aber die normale Variante ist ja auch ganz gut, also auch in vegan und die normale Sorte von Baked Cookie. Ja, das werde ich mir dann jetzt mal genehmigen. So, ich bin ja auch gerade dabei, noch jetzt mein Abendessen zu machen. Währenddessen habe ich ja auch jetzt ein klein wenig Hunger und ich nasche mir jetzt so ein bisschen was an Kirschen. Sie sind sehr, sehr lecker und schön süß. Und ja, ich habe mir jetzt hier ein paar welche rausgenommen und die werde ich jetzt naschen, währenddessen ich mein Essen mache. Jetzt ist mein Essen fertig. Es ist schon so 21 Uhr. Das Spiel gegen Frankreich, Portugal sollte eigentlich ja jetzt beginnen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich es anschauen könnte. Ja, ich habe mir jetzt einfach Nudeln, die restlichen Penne, mit etwas normalen Spaghetti gemacht, ein bisschen Tomatensauce und Hähnchenfiletstreifen. Und dann noch für ein bisschen, dass ich die Proteine aufhülle, ein Clear Away von MyProtein natürlich im Geschmack Peach Tea. Ist sehr, sehr lecker. An dieser Stelle natürlich ja keine Werbung, da ich das alles ja selbst bezahle. Genau, also werde ich mir das ja schmecken lassen. So, meine Lieben, also somit ist das What I Eat in a Day eben beendet, denn ja, normalerweise esse ich dann auch immer was Süßes nach dem normalen Essen sozusagen, aber diesmal nicht, denn ich habe so irgendwie dann noch mit dem Clearway noch ganz gut meine Proteine, Kalorien, eher gesagt sozusagen, ja, gedeckt. Also, ja, und ich habe auch nicht so wirklich Hunger, also ja, gibt es jetzt dann nichts wirklich was Süßes jetzt zum Ende für mich. Es ist auch schon 22:42 Uhr, also jetzt esse ich ja eh nichts mehr. Ich mache mich auch schon gerade Bett fertig, bin ja auch abgeschminkt. Und ja, also, ich hoffe, euch hat das heutige What I Eat in a Day gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Also klickt runter auf das rote Abonnieren-Button natürlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke daneben zu aktivieren. So bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Und ja, ansonsten
Schaut auch gerne bei TikTok oder Instagram vorbei. Ich würde mich auch darüber sehr freuen. Und ja, also würde ich nochmal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!